Hallo Leute draußen, hier ist der einsame Wanderer. Ja, ich wollte euch ein Update zu meinem Leben geben und zu meinen Auswanderungsplänen. So wie es aussieht, haben wir ein Haus und wir werden den Sprung machen. Das wird im Herbst wahrscheinlich passieren. Ich werde natürlich eine Zeit lang noch in Deutschland arbeiten müssen, bis ich dann sozusagen alles aus Schweden umstellen kann. Aber zumindest sieht es so aus, dass zumindest meine Familie im Herbst dann nicht mehr in Deutschland sein wird. Und wir es wagen, bei allen Risiken, bei allen Belastungen. Ich werde versuchen, einen neuen Weg zu gehen. Und ich werde sehen, ob es funktioniert. Das verlangt mir ziemlich viel Mut ab und viel Risiko ist eben dabei. Das ist halt so im Leben. Aber ja, ich versuche es halt. Das ist meine Art, mal neue Wege auszutesten, mal was anderes zu machen, eine andere Meinung zu haben. Und dazu gehört eben auch mal neue Dinge auszuprobieren und zu gucken, ob es funktioniert. Ich werde euch im Lauf oder auf dem Laufenden halten, was das alles angeht, wie das alles funktioniert. Und was auch die einzelnen Steps sind sozusagen, wo man auswandert und woran man sich gewöhnen muss. Das wird dann noch weitere Videos geben. Muss ich einmal kurz hier stoppen, weil Autos vorbeigekommen sind. Ja, bleibt zu sagen, ich bin nämlich gerade in Schweden. Ich habe das hier vor Ort geklärt. Und die mündliche Zusage ist da. Und dementsprechend werde ich das dann angehen. Es kann sein, dass ich scheitere, dass ich nach 3 Monaten wieder zurück muss. Das mag alles sein. Man braucht ja in Schweden eine Personennummer. Und die muss man kriegen unter gewissen Auflagen. Das muss ich mir genau angucken. Aber der erste Step war eben, man musste eine Bleibe haben. Die haben wir jetzt mündlich zugesagt. Das wird auch, denke ich, was. Und ab jetzt kann ich wirklich konkret alle anderen Steps planen. Ich habe mit jemandem gesprochen hier. Und ja, der hatte so ein bisschen meine Odyssee mitbekommen, weil er mir ja geholfen hat mit einem Lagerplatz in Schweden. Und der sagt dann, ja, ich soll mir das nicht übel nehmen, aber ich käme ihm so vor wie so einer, der mit 2000 Euro in der Tasche irgendwo hingeht, wie so bei diesen Auswanderer-Dokus, so ein bisschen unprofessionell. Und da habe ich ihm gesagt, ja, ist ja auch keine Auswanderung. Es ist eine professionalisierte Flucht. So sehe ich das. Eine richtige Auswanderung würde ich anders angehen. Ich habe jetzt strategisch so viel umgestellt, wie ich konnte. Aber es ist nun mal so, wir machen das hier mit einem schnellen Abriss, weil wir raus sein wollen, weil ich nicht mehr möchte, dass meine Tochter hier weiter gequält, indoktriniert wird, etc. Und deshalb muss es schneller gehen, als ich es normalerweise machen würde. Unprofessioneller. Und man muss eben mit Risiko rangehen und gucken, ob man was rausholen kann. Anders geht's halt nicht. Ansonsten müsste ich akzeptieren, länger zu bleiben. Denn ich bin der Meinung, eine Auswanderung, die plant man ein Jahr lang. Vernünftig. Und müsste auch finanzielle Ressourcen haben. Ich habe jetzt mein Online-Business, das heißt, ich habe keine Ressourcen, ich werde einfach tun, was ich kann sozusagen und werde arbeiten und werde eben gucken, dass ich es irgendwie finanziert kriege. Das ist sicherlich nicht der idealste Weg, aber die Situation ist ja auch nicht ideal, die Umstände sind nicht ideal und von daher ist es jetzt meine Entscheidung, mit Risiko daran zu gehen. Und dann wird man sehen, wie ich mich schlage und ob ich es schaffe oder nicht. Es gibt immer günstige und ungünstige Strömung im Leben, sage ich mal. Dinge, die schief laufen können, die Dinge, die gut laufen können. Man ist auch immer ein bisschen vom Schicksal abhängig, aber ich vertraue auf meine eigene Kraft. Und ich werde euch, ja, laufend dann berichten, wenn es soweit ist, wie es alles läuft und ob es klappt oder nicht. Ja, das war mein kleines Update für mich, von mir für euch. Und ich hoffe, ihr bleibt mir gewogen und wir sehen uns demnächst wieder.